Auf dem Mobile World Congress konnten wir uns in diesem Jahr bereits das Honor Magic 5 Pro vor allen anderen ansehen. Und nicht nur wir hatten einen exklusiven Einblick, auch die Kollegen vom DxOMark hatten das Magic 5 Pro in der Hand und waren begeistert. Neuer Spitzenreiter in deren besten Liste. Mal sehen, ob sich dieses Ergebnis reproduzieren lässt. Das Honor Magic 5 Pro ist ja bereits in unserem Hands-on gut weggekommen. Nun hatten wir einiges mehr Zeit, auch mal die Kamera des Smartphones genauer unter die Lupe zu nehmen. Auf der Rückseite sind unter der Gaudi Curve getauften Erhebung drei Kameramodule versteckt. Eine 50 Megapixel Hauptkamera mit Weitwinkeloptik, eine weitere 50 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera sowie eine 50 Megapixel Telelinse mit 3,5-facher Vergrößerung. 3x50 Megapixel, das ist schon mal eine Ansage, gibt es schließlich viele Hersteller, die gerade bei der Tele- oder Ultra-Weitwinkelkamera ein wenig an den Megapixeln sparen. Und damit sind die Specs auch allesamt vernünftig. Da gibt es keinen 200-Megapixel-Sensor, dessen Vorteile zumindest aktuell noch überschaubar sind, oder einen 10-fach-Telezoom, den man selten wirklich im Alltag braucht. Okay, streng genommen, ein solches Feature gibt es dann doch noch. Mal wieder gibt es einen 100-fach-Hybrid-Zoom. Und so sieht er aus. So, nachdem wir also dieses Trauerspiel hinter uns gebracht haben, nun zu den normalen Fotos vom Honor Magic 5 Pro. Wie erwartet schießt das Honor Magic 5 Pro bei Tageslicht absolut ordentliche Fotos. Details sind erkennbar, die Farbdarstellung ist eher farbenfroh als realistisch. Wenn man das mag, werden einem die Fotos mit dem Honor sicher gefallen, mehr dazu aber später. Nahaufnahmen besitzen eine ordentliche Schärfentiefe. Unsere Kritik hält sich bei guten Lichtverhältnissen in Grenzen. Bei diesem Foto vom Ufer der Panke beispielsweise wirken die Farben etwas ausgewaschen, das Foto etwas verwackelt, aber das kann auch an der einsetzenden Dämmerung gelegen haben. Wie gesagt, alles in allem lassen sich mit dem Honor bei Tageslicht gute Aufnahmen machen. Bei den Nachtfotos fällt auf, dass diese vergleichsweise warm aussehen, auch wenn die Beleuchtung in diesen Fotos in der Realität deutlich kälter ist. Die im Nachtmodus geschossenen Fotos wirken auf uns auch etwas dunkler als die Fotos, die wir zuletzt im Test des Galaxy S23 Ultra gesehen haben. Etwas Licht aus der Umgebung kann das Honor Magic 5 Pro allerdings aus der an sich dunklen Umgebung ziehen. Dafür ist die Belichtungszeit in unserem Test auf bis zu 4 Sekunden hochgesprungen. Bei schlecht ausgeleuchteten Situationen zeigen sich allerdings große Schwächen. An vielen Stellen gehen Details einfach verloren. Wir haben diese Situation zum Beispiel auch mit dem Pixel 7 Pro fotografiert. Das Foto ist hier deutlich klarer, dafür hat das Pixel aber auch eine deutlich längere Belichtungszeit eingesetzt, während das Honor das Foto so schnell wie bei Tageslicht geschossen hat. Wenn wir noch einmal kurz beim Pixel bleiben, auch beim Honor zeigt sich, wie stark das Smartphone nochmal an den Helligkeitskurven zieht, um ein besseres Ergebnis zu erlangen. Wolken sind deutlicher, der Vordergrund wirkt farbig etwas knalliger. Bereits beim S23 Ultra haben wir festgestellt, das ist eine Geschmacksfrage, ob man lieber das eine oder das andere mag. Bei den Details der Hauptkamera liegen unserer Beobachtung nach das Honor und das Pixel gleich auf. Bei unseren Aufnahmen von Brandenburger Tor etwa oder hier vom Spreeufer am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus können wir keinen nennenswerten Qualitätsunterschied feststellen. Beim Ultraweitwinkel zeichnet sich aber dann doch noch ein kleiner Gewinn für das Honor ab. Die Details des Rollfelds sind auf eine weite Entfernung sichtbar. Beim Pixel gehen sie viel schneller unter. Das ist eine Art Kurzsichtigkeit, die natürlich der deutlich geringer aufgelösten 12-Megapixel-Telekamera des Pixel geschuldet ist. War da noch was? Ach ja, die Telelinse. Mit einer optischen Vergrößerung von 3,5-fach rennt Honor zumindest bei mir persönlich offene Türen ein, denn richtig hohe Zoomstufen brauche zumindest ich selten. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Ein Zoom mit 3- bis 4-facher Vergrößerungsstufe kommt bei mir deutlich häufiger zum Einsatz als ein 10-fach-Zoom. Ersteren also als zusätzliche Option zu haben, ergibt absolut Sinn. Auch die Fotos des optischen 3,5-fach-Zooms können überzeugen. Sie sind so detailreich, wie man es von einem optischen Zoom erwarten würde. An einer Stelle gibt es aber dann doch Abzüge in der B-Note. Wir sehen hier den Berliner Fernsehturm, einmal vor grauem Himmel. Wechselt man auf die Telefunktion, versucht die Kamera, den grauen Himmel doch noch blau einzufärben. Bei den Aufnahmen mit dem 10-fach-Hybrid-Zoom, der in der Kamera ausgewählt werden kann, gehen natürlich einige Details verloren. Die Fotos sind auf den ersten Blick dennoch ansehnlich und können auf dem Display des Honor zumindest überzeugen. Videoaufnahmen sind mit einer Auflösung von bis zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Wie immer geben wir an dieser Stelle die Empfehlung aus, die höhere Auflösung auch zu nutzen, statt nur in 1080p aufzuzeichnen. Gut zu wissen, die Länge einer Aufnahme ist in dieser Auflösung aber auf 15 Minuten beschränkt.
Die Bildstabilisierung leistet einen guten Job und kann die gröbsten Schrittbewegungen abfangen. Also hat das Honor Magic 5 Pro wirklich die beste Kamera? Nach unserem Test können wir das so jetzt nicht bestätigen. Gerade bei schlechten Lichtsituationen hat unser Vergleichsgerät, das Pixel 7 Pro, die besseren und detailreicheren Fotos geschossen. In vielen Fällen liegt das Honor Magic 5 Pro nur gleich auf. Was aber auch wiederum bedeutet, es besitzt bei weitem keine schlechte Kamera, aber unserer Meinung nach eben nicht die beste. Jetzt seid ihr dran. Was ist euer Fazit nach den Fotos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!